Leute, ich mache es kurz. Wir stehen kurz vor der Orbitalwiege im Mond oder so, auf dem Mond. Regalia ist ja Mond, ist ja glaube ich der Mond, soweit wir wissen. Und nun müssen wir Aria aufhalten, die sich jetzt entscheiden soll, welche Menschheit sie auslöschen will, beziehungsweise welche sie retten will, um es mal schön zu sagen. Und wir sind ja beim Sitz des Vorboten, das bedeutet, Aria ist hier hinter und wir müssen sie aufhalten. Haben wir genug Heilmittel? Wir haben genug Heilmittel. Wir haben mal Getränke. Viele Getränke. Wir haben auch ein paar auch gute Nahrungsmittel. Ja. Denke mal, damit gehen wir rein in den Kampf. Ich spüre, dass da vorne etwas Ungewöhnliches ist. Wahrscheinlich endet es in einem Kampf. Willst du trotzdem weitermachen? Ja. Müssen wir ja, ne? Wir müssen ja. Wahrscheinlich endet das in einem Kampf. Aria, bitte komm zur Vernunft. Zerstör uns bitte nicht. Du änderst dich wohl nie ein. Du machst immer weiter, was dir auch in den Weg kommt. Du gibst nie auf. Ich fand dich deswegen oft sehr zuverlässig. Aber diesmal nicht. Ich bin eure Feindin, Abel. Ich bin die Vorbotin. Du bist keine Vorbotin, Aria. Doch, aus deiner Sicht bin ich diejenige, die Zerstörung über deine Welt bringt. Wenn das keine Vorbotin ist, was dann? Du bist hier, um mich daran zu hindern, die Proto abzusenken, nicht wahr? Senkst du die ab, wird die Welt. Ja, ich weiß. Was bedeutet, dass ihr nur überleben könnt, wenn ihr mich tötet? Aber das ist ja wohl offensichtlich, oder? Nein, Ari, wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Bitte hör auf, ich vermisse die alte Aria. Schluss mit dem Unsinn. Aria. Das Paradiesprojekt war der größte Traum der Menschheit. Wisst ihr, wie viele Opfer dafür gebracht wurden? Meine eigenen Eltern starben bei seinen entscheidenden Experimenten. Das tut mir leid, Aria. Ich habe den Beweis mit eigenen Augen gesehen. Ihre Namen waren im Verzeichnis der Personen, die im Dienst starben. Alle wollten so dringend eine Zukunft für die Menschheit sichern, dass sie willens waren, dafür zu sterben. Glaubt ihr wirklich, ich könnte sie hintergehen, nur weil ich neue Bindungen mit euch geknüpft habe? Wenn ich ihre Pläne jetzt in den Wind schlage, war all ihre Arbeit umsonst. Darum bin ich jetzt die Vorbotin. Um eine Welt für die andere zu zerstören. Ich werde die Protochronomalie auf den Planeten loslassen und die Himmelsschale zur Realität machen. Soweit bin ich bereit zu gehen. Hier trennen sie also unsere Wege. Greift zu euren Waffen. Die Version der Menschheit, die diese Schlacht gewinnt, überlebt bis in die nächste Ära. Das ist aus der Welt geworden. Ist das wirklich, was du willst? Was ich will, ist irrelevant. Geist, starte den Countdown für die Proto-Absenkung. Bist du sicher? Es sind noch ein paar letzte Anpassungen nötig. Schon gut, mach's einfach. Verstanden. Aktiviere an Absenkungssequenz der Protochronomalie. Countdown beginnt. Willst du uns damit einschüchtern? Nein, sie meint es ernst. Das ist unsere einzige Chance, um die Absenkung aufzuhalten. Bleibt uns wirklich nichts anderes übrig? Aria! Der Kampf ist sinnlos. Ruhe! Ich sagte dir doch, du sollst nicht kommen, oder? Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Ich wollte nicht. Aber es geht nicht anders. Siehst du das nicht? Es ist schon zu spät. Mir bleibt nichts anderes übrig. Als dich zu töten. Meine Mission als Vorbotin ist es, die Gebete der Menschheit zu erhören und die Welt zu beschützen. Ja. Oh, Schwäche. Kolleginnen, ihr dürft gerne mit ergreifen.
Oh, da muss ich raus. So. So. Muss auch langsam was essen gleich, ne? So, Moment. Hau ich aber das rein in den Magen. Ah, oh Gott, was hat die für Fähigkeit? Was ist das? Was ist das? Sieht aus wie das Luftschiff, oder? So ein bisschen. Oh komm, steht halt auch mega bescheuert da. So. Oh, die Musik ist auch traurig, ne? Aber ich mag es, wenn Gitarrenmusik mit Gitarre gespielt wird. Das hat mich bei Final Fantasy VII Crisis Core schon so gefallen. Traurige Gitarrenmusik, ne? Ist immer so nice. Na komm! Kunde vom Nachtraum, Bruch. Oh, weg! Ich komm nicht weg! What? Ja, witzlos. Witzlos, ich kann mich nicht bewegen! Wow, ich kam halt nicht weg, ich habe in jede Richtung gedrückt. Da schon wieder. Man kann da leicht festhängen. An ihren Kanonen. Jetzt bin ich langsam dadurch. Ja, ist gut. Geh doch wieder weg. Essen. Na komm. Oh, leg was auf. Okay. Bin ich ein Fan von? Ah, komm. Oh. Geschafft. Auf, komm schon, Aria, steh auf. Ich bin hier nicht zu besiegen. Bitte hör auf. Ich will nicht mehr gegen dich kämpfen. Ich werde diesen Kampf nicht verlieren. Wenn nötig, kämpfe ich bis zum Tod. Lass mich nicht besiegen. Ist das Licht vom Monolith? Was passiert hier? Das Monolith ist außer Kontrolle. Ich muss sie beschützen. Ja. Aria, hör auf, treib es nicht zu weit. Ich bin nicht Aria, ich bin die Vorbotin.
Meine Aufgabe ist es, Lost Gaia zu schützen. Ich werde so lange dafür kämpfen, wie ich lebe. Nein, das ist nicht mehr die Arie, die du kanntest. Sie wird dich umbringen. Rühre mich nicht an! Nein! Es ist sinnlos, Ein. Du wirst sterben. Ich kann nur aufstehen. Bemühe dich nicht! Dein Bewusstsein schwindet. Nein! Dir fehlt die Kraft, um wieder aufzustehen. Ist das das Ende? Ich hoffe nicht. Jetzt wache ich auf und dann kann ich. Jetzt schreibt sie mir erstmal wieder Briefe, ne? Ich weiß. Ich bin übrigens Aria. Das ist mein Name. Ihr habt doch einen Namen, oder? Wir können unmöglich so viele Leben opfern. Wenn du diesen Tod für edel oder angemessen hältst, da die Wissenschaft, nein, das menschliche Herz versagt. Ein, du hast recht, wir können uns nicht sicher sein, dass es alles wahr ist. Außerdem, es ist nicht meine Art aufzugeben, oder? Aria ist der einzige Mensch, der von der ursprünglichen Erde zur Erde übrig ist. Sie muss einsam sein. Du irrst dich. Sie ist nicht einsam, wir sind doch da. Sie hätte uns. Sie hat alles aufgegeben. Und das Einzige, was sie wirklich will, ist, die Welt zu zerstören. Das will sie absolut nicht. Aria ist deine Feindin. Sie ist meine Freundin. Wenn das so ist, streng deinen Kopf an. Was willst du wirklich? Ich muss sie retten. Wo sind wir hier? Das ist ein Riesenstrand. Klirr, klirr. Man sieht doch nichts. Unter uns ist, es sieht aus, als würde der Himmel gespiegelt werden. Bist du hier, um Aria zu retten? Ja. Oh, du bist wirklich stur, was? Selbst jetzt noch. Aber denk darüber nach. Kannst du sie wirklich retten? Verstehst du, welche Last sie auf ihren Schultern trägt? Ja. Also, joa. Natürlich nicht. Du musst mehr über ihre Vergangenheit wissen. Du kannst mir auch gerne mehr über ihre Vergangenheit erzählen, kleine Aria. Und darf ich jetzt erstmal hier eine halbe Stunde lang geradeaus laufen? Das ist die Hölle. Wir sind tot. Wir sind tot. Ah! Aria, nun ja, sie hat von Anfang an gekämpft. Direkt an der Front der Menschheit. Und nun eine Rede von der Leiterin des Projekts.
Ich möchte mich vorstellen, ich bin die Projektleiterin Aria Lebenthal. Die Welt erlebt den größten Umbruch aller Zeiten und die Wissenschaft stellt sich dieser neuen Herausforderung. Dies ist ein Krieg um Leben und Tod für die Menschheit. Ob wir überleben, um unsere Geschichte weiterzuschreiben, hängt von diesem Projekt ab. Aber ich glaube daran. Ich glaube, dass wir die schwierigen Untersuchungen abschließen werden. Ich glaube, dass sich der Fortbestand der Menschheit lohnt. Aber vor allem glaube ich an unser Team. Ich bin noch jung, mir fehlt es wohl noch an Wissen und Erfahrung im Vergleich zu euch allen. Aber ich bin fest entschlossen, das bedeutet es, Wissenschaftlerin zu sein, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Ich hätte nicht geklatscht, bin ich ehrlich, ne? Ich hätte nicht gesagt, also wenn Wissenschaftler mit ich glaube ankommen, wäre ich der Einzige, der nicht geklatscht hätte. Glauben heißt nicht wissen, oder wie sagt man? Glauben. Ich glaube daran, dass es funktionieren könnte. Super. Stimmt ein zuversichtlich. Ne, die Menschheit steht vor Ende, aber ich glaube, wir haben noch eine Chance verdient, ne? Ich muss es tun. Wenn ich entmutigt wirke, werden auch alle anderen aufgeben wollen. Also bin ich die einzige Person, die nie aufgeben darf, nicht wahr, Aria? Aria war die Hoffnung der Menschheit, vielleicht sogar schon seit ihrer Geburt. Du hast gesehen, wie ihre Ära endete, oder? Ja, gesehen, so richtig gesehen nicht, aber... Aria Lebenthal war ein Leuchtfeuer, ein Idol, an das sich die Menschheit aus angesichts ihrer Ausrottung klammerte. Aria vergoss Blut, Schweiß und Tränen, um ihrer Erwartungen gerecht zu werden, und sie machte sich schon in sehr jungen Jahren einen Namen als große Gelehrte. Aria gab alles, um sie abzuhärten und sich wegen ihrer Schwächen nicht mehr in Ausreden zu flüchten. Und jetzt willst du ihr diese Lebensart verweigern? So ist es nicht. Du weißt einfach nicht, wann du aufgeben musst. Mach ruhig weiter, wenn du denkst, dass du Aria von ihren Plänen abbringen kannst. Aber deine Worte werden nicht zu ihr durchdringen. Selbst du solltest endlich aufgeben, wenn dir das klar wird. Man kann es halt nur versuchen. Oha, was ist da los? Ich glaube, wir sollten noch mal was essen, oder? Ein Chabanmushi? Oh, yes. Lecker, ne? Hallo? Oh nein, sie hängt da. Die Fesseln sollen wohl versinnbildlichen, dass wie sehr sie an ihren eigenen Sachen gekettet ist. Weil die Menschen sich so auf ihr verlassen. Hängt sie da. Schon krass, ne? Aria still und reglos. Aria. Sie hat ihr Herz verschlossen. Jetzt erreicht sie keine Worte mehr von niemandem. Aber du hast das Gefühl, dass du an Arias Worten festhältst. Bring Arias Worte zu ihr. Wo liegen die denn? Irgendwo hier? Ich habe eine Cornelio-Puppe. Arias Tagebuch, ne? Das wäre halt was. Bitteschön. Du hältst Arias Tagebuch hoch. Das ist... mein Tagebuch. Oh, du hattest es also. Dieses Tagebuch erinnert mich an meinen Kampf. Es erinnert mich daran, wie sehr ich mir wünschte, alles zu retten. Und wie alle ihre Hoffnung auf meinen Schultern ruhte.
Darum muss ich die Verantwortung für den Untergang dieses Planeten übernehmen. Ich habe mich meiner Schwäche und Unentschlossenheit entledigt. Das ist zu viel für eine Person. Aber ich bin nicht wie du. Ich bin deine Feindin, siehst du das nicht? Was bist du nicht? Ach bitte, verschon mich bloß mit diesem Gutmenschengetue. Ja, aber komm, selbst wenn man andere Meinung ist, muss man doch nicht jedes Mal hier verfeindet sein, ne? So, ne? Das ist meine Pflicht, es gibt keine andere Möglichkeit. Ja, gut, hier geht's ja um die Geschichte, um die Menschen, ne? Das ist nicht deine Pflicht. Aber ich muss es tun, wenn nicht, war alles umsonst. Ich habe keine andere Wahl mehr. Ich bin nicht mehr die Arie, die du kanntest, sie ist tot. Ich bin die Feindin der Welt. Wir wohnen zusammen, wir sind Familie. Das ist gut, super gesagt. Selbst jetzt sagst du das noch. Du bist echt seltsam. Was willst du wirklich machen, Aria? Also wir sind schon selbst sehr egoistisch, oder? Also wir als Spieler, Ich bin... Nein. Ich bin wegen solcher Banalitäten keine Zweifel zu lassen. So komme ich nicht voran. Ich darf nicht schwach sein. Also werde ich... Es ist in Ordnung, schwach zu sein. Versteck dich nicht vor deinen Gefühlen. In Wahrheit wollte ich nichts hiervon. Alle von der Erde und ihr alle auf Regaia. Ihr seid mir alle wichtig. Ja klar, ja. Also bitte. Und dann wird sie auch noch vor Gewalt gestellt. Das ist halt schon grausam, ne? Hilf mir. Das werde ich. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube die ganze Zeit an dich. Schön, dass du wieder da bist. Es ist schön, wieder zurück zu sein. Vielen Dank euch allen. Es tut mir leid, dass ich euch so viel Ärger gemacht habe. Jetzt bist du zu demütig, da komme ich nicht mehr mit. Ja, Aria, das passt überhaupt nicht zu dir. Wir mögen die gute alte selbstsichere Aria. Jetzt ist alles wieder normal. Du hast uns keinen Ärger gemacht. Dazu gehören immer zwei Parteien. Ja. Danke an euch alle. Geist, halte die Protoabsenkung auf. Verstanden. Deaktiviere Absenkungssequenz der Protochronomalie. Jetzt ist alles wieder auf Anfang. Es führt kein Weg daran vorbei. Wie geplant ist Arias Befehlsgewalt nun auf einen übertragen. Geist, was redest du da? Diese Situation wartet auf niemanden. Hiernach wird das Überleben der Menschheit nach den Gedanken des Überlebens des Stärkeren entschieden. Die Starken überleben, die Schwachen sterben aus. Das Prinzip der natürlichen Auslese gilt für alle Lebewesen. Das ist bitte absurd, hallo? Ich glaube, das einzige Absurde hier bist du. Du hast dich bereits in die Zukunft der Menschheit eingemischt. Du steckst zu tief drin, um jetzt auszusteigen. Und doch willst du die Verantwortung nicht übernehmen? Willst du einfach die Entscheidung jemand anderem überlassen? Du hast deine Befehlsgewalt bewiesen, indem du Aria umstimmen konntest, die einzige der Kane. Das stimmt nicht, Geist. Ignoriere ihn. Du hast leicht reden. Du bist aus dem Kollektiv verschwunden und hast unsere Ziel aufgegeben. Wie dem auch sei, wir werden schon eine Entscheidung von Ein bekommen, ob sie will oder nicht.
Kommt mit. Ich war so frei, die Tür hinter euch zu verschließen. Es gibt kein Zurück. Ich will mich nie entscheiden. Kapitel 8, edle Verzweiflung, abgeschlossen. Ja, nice. Ja. Es war doof, hier drauf zu speiern, ne? Oder? Ja. Ah, ich kann ja... Ich kann nicht mehr nach Hause. Nein! Soweit ist es also gekommen. Ein, das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Ich werde es dir nicht verübeln, egal was du entscheidest. Du versuchst ja nur, das Richtige zu tun und Verantwortung zu übernehmen. Was soll ich tun? Geist war ein bisschen zu schroff, aber ich verstehe, was er meinte. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Welt von Überleben oder des Stärksten abhängt. So ist es jeden Tag auf Regaia. Selbst in einer so scheinbar friedlichen Welt wird immer wieder jemand herausgefiltert. Aber wir finden uns damit ab, weil es ein Naturgesetz ist. Es ist nichts, das wir selbst erzwingen sollten. Nein, es ist so, wie ich bereits sagte. Widerstehe dem, was korrekt ist. Triff die Entscheidung für dich selbst. Nur so kannst du in dieser Angelegenheit einen entscheidenden Durchbruch erreichen. Ein, erst einmal danke für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir Aria nicht wieder. Es wäre schön gewesen, wenn das Finale gewesen wäre, aber das Leben ist wohl manchmal etwas komplizierter. Was auch passiert, ich habe vor, deine Entscheidung zu unterstützen. Weil ich weiß, wie schwer es ist, eine Frage zu beantworten, auf die es keine richtige Antwort gibt. Ein, du wirkst betrübt. Ja, ich darf mich entscheiden. Bitte würde dir nicht so viel auf. Das ist das Ergebnis all deiner bisherigen Handlungen. Mach, was du willst. Wer ein Problem mit deiner Entscheidung hat, kriegt von mir einen aufs Maul. Gut gesagt. Was wirst du machen, ein? Ich wüsste wirklich nicht, was hier das Richtige wäre. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, so viel Leben zu opfern, um zu überleben. Ein, es tut mir so leid, dass sich das alles so entwickelt hat. Ich meine, nein, Entschuldigung, bringt nichts. Ich kann die Sache jetzt nur noch dir überlassen. Nicht viele können die Menschheit vertreten, also geh erhobenen Hauptes da rein. Ja, Leute, wie die Entscheidung ist, sehen wir im nächsten Part, wenn ich mich entscheiden muss. Schwierige Situation, würde ich mal sagen, ne? Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein und tschüss.